ein komischer Anfang für eine Fernsehsendung, oder? Ich habe meine Kartoffel mitgebracht. Naja, ich habe nicht nur eine zu Hause, aber warum? Ich werde es Ihnen im Laufe der Sendung natürlich zeigen, was ich damit alles machen will. Essen auf jeden Fall nicht, jedenfalls jetzt nicht, später vielleicht. Es gibt auch noch andere Themen in der Sendung. Ich habe eine LED-Lampe mitgebracht, die man steuern kann per App. Wenn Sie jetzt sagen, na, das ist ja kalter Kaffee, haben Sie recht. Aber die kann auch etwas ganz Besonderes. Dazu kommt dann auch noch das Thema, so ein bisschen überwachen, ob mein Telefon irgendetwas tut, von dem ich nichts weiß. Und es tut immer irgendetwas. Da hatte ich ja früher mal meinen Frosch mitgebracht. Will ich noch mal darauf eingehen. Es gibt mittlerweile andere Geräte, mit denen man sowas überwachen kann. Oder Hotelzimmer oder sonst was. Dann, wenn wir noch die Zeit haben, dann werde ich auch noch auf einen, früher hat man gesagt Schlüsselbundanhänger, damit der Schlüsselbund gefunden werden kann. Aber jetzt kann ich auch mein Telefon überwachen oder irgendein anderes Gerät. Sehen wir mal, ob das reicht. Ich fange erst mal an. Ich habe mir nämlich ein neues Auto gekauft, ein Elektroauto. So, gucken Sie sich das mal an. Mein neues Elektroauto. Vielleicht sagen Sie jetzt, ist aber klein. Was ist denn daran besonders? Ist der irgendein Spielzeug? Ja, es ist ein Spielzeug, aber ein sehr lehrreiches Spielzeug. Wenn ich hier hinten diese Energiezelle hineindrücke, so, und dann hören Sie es schon und können es auch sehen, die Räder drehen sich. Und wenn ich ihn jetzt hinsetze, dann passiert nichts mehr. Das habe ich erwartet, weil die Zelle so nicht mehr so ganz taufrisch ist. Ich habe die gestern eingesetzt und jetzt hat sie es schon hinter sich. Aber das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen auch mal zu zeigen, wie das Ding von innen aussieht, wie es funktioniert und was das eigentlich ist. Ich hole mal die Energiezelle wieder raus. So. Das Auto selbst, wenn wir gerade mal da reingucken, da ist ein kleiner Elektromotor drin. Das kommt als Bausatz. Ich glaube, 17 Bauteile sind es. So, und da gehen dann rüber Kontakte zu der Energiezelle und die Vorderräder werden über das Zahnrad angetrieben. Das ist schon alles. So, und jetzt gucken wir uns die Zelle an. Diese Zelle hier kann ich jetzt zerlegen, denn die kommt ja auch zerlegt. Ich muss hier zusammenbauen. So, das ist die Abdeckung. Und jetzt sehen Sie diese Magnesiumelektrode hier. Die sieht schon ganz schön zerfressen aus. Das ist die Ursache dafür, dass sie nicht mehr genügend Leistung bringt. So, jetzt hat der Hersteller aber diese Elektrode gleich dreimal reingepackt, damit man in einem solchen Fall die erneuern kann. Und hier ist so ein Vlies, der bildet dann das Dielektrikum, den kann ich auch erneuern. Und da unten ist die Luftelektrode. So, jetzt nehmen wir mal hier ein neues Vlies da rein. Kommt hier drauf. Und jetzt die neue Magnesiumelektrode kommt da drauf. Aber bevor wir das machen, muss ich meine Salzwasserlösung, die ich angesetzt habe, 20%ige Salzwasserlösung. Es geht also 20-90%, sagt der Hersteller. Aber bei 20% ist es am effizientesten. Muss ich jetzt hier mir ein paar Tropfen rausholen. Das war noch nicht so viel. Übrigens, dieses kleine Teil hier ist auch in dem Bausatz dabei. So, jetzt träufel ich hier einfach was drauf auf das Vlies. War schon ein bisschen viel. Naja. Läuft ja schneller. Und jetzt kommt diese Magnesiumelektrode da drauf. So. Und jetzt muss die Abdeckung wieder drauf, damit das zusammengeklemmt wird und gedrückt wird. Es ist ein bisschen fummelig. Also es ist vielleicht
nichts für jemand, der ein bisschen ungelenke Finger hat. Man muss also ein klein wenig Geschick haben, ein klein wenig Feinmotorik mitbringen. Wie Sie sehen, fehlt es mir im Moment daran. So, jetzt ist er hier hinten drin. Jetzt muss er hier vorne reingedrückt werden. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, ob die genug Saft liefert. Wenn wir auf das Messgerät sehen, und ich gehe hier auf die Elektrode. Das Messgerät muss man natürlich richtig einschalten. So, jetzt sollte es da sein. Magnesium ist Plus, Luftelektrode ist Minus. Und da sehen wir, im Moment hüpft er noch ein bisschen. Oder ich habe nicht richtig Kontakt. Ja, 1,2 irgendwas Volt. Gut. Jetzt schieben wir diese Energiestation wieder in das Elektroauto rein. Ja, hat noch keinen richtigen Kontakt. Und Sie sehen, es bewegt sich doch. Ja, er braucht noch ein bisschen, bis die neue Elektrode aktiv ist. Aber dann geht der ab wie die Feuerwehr. So, also, um zu verstehen, jetzt kriege ich die Energiezelle nicht mehr raus, so, jetzt haben wir es ausgeschaltet, um zu verstehen, wie so etwas funktioniert, um zu verstehen, was passiert eigentlich da drin? Wieso kann man mit so ein paar Tropfen Salzwasser, eine Lösung, die man selbst herstellen kann, 20%, also einen Löffel flach gestrichen, nicht gehäuft, mit Salz und vier Löffel mit normalem Gleitungswasser, das reicht schon aus, gut schütteln, ja, und dann zwei Tropfen da drauf. Wenn das Ding dann nicht mehr fährt, tut man von hinten nochmal zwei Tropfen nachfüllen, man muss die Zelle gar nicht mehr rausziehen dafür. Und dann läuft er wieder weiter. 2 Stunden soll die Zelle etwa halten, bis sie verbraucht ist. Dann muss man was Neues reintun. Jetzt wollte ich Ihnen noch was sagen. Also die meisten wollen ja immer wissen, wo ist das her und so weiter und wo hast du das gekauft und so. Aber wir machen hier keine Werbung. Aber ich kann hier mal zeigen, wonach Sie suchen müssen, wenn Sie an so etwas interessiert sind. Am besten genau diese Schreibweise hier. Abschreiben, Saltwater K heißt das, ja. Ich muss immer um die Ecke gucken. Und dann vielleicht sogar in der Suchmaschine eingeben. Und dann bekommen Sie Amazon und eBay und Banggood und so weiter. Und dort suchen Sie bitte aus, was am günstigsten ist. Mit Versand. Ich habe dafür mit Versand 2,09 € bezahlt. 2,09 €. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich sowas Nutzloses von der Sache her, aber für den Verstand, für den Lerneffekt, für den Aha-Effekt wirklich absolut spitzenmäßiges vorstelle. Für 2,09 € inklusive Versand kann man nichts falsch machen. So, jetzt kommt das Auto auf die Seite. Die verbrauchte Energiezelle tun wir auch auf die Seite. Eine neue habe ich noch. Insgesamt sind 3 dabei. So, es sind noch keine Säuren oder sonst was. Man muss also keine Angst haben. Aber kommen wir zum Mittagessen. Ich hatte es ja gesagt, ich habe das mitgebracht. Von Energiezelle habe ich mir gerade mal so überlegt, man könnte ja auch mal dieses uralte Experiment noch mal zeigen und wiederholen. Ich nehme eine Kartoffel, ich nehme ein 5-Cent-Stück, stecke das in die Kartoffel rein, habe irgendwo ein Stückchen Alu, das kann eine Unterlegscheibe, eine Schraube oder was auch immer sein, das habe ich mir irgendwo abgesägt, stecke das auch da rein und jetzt bildet diese Kartoffel, die Säure in der Kartoffel, das Dielektrikum und wir haben einen Elektronentransport, denn wir haben hier ein unedles und ein edles Metall. Und wenn ich jetzt hier rangehe und messe, gehen wir an Kupfer hier, an das 5-Cent-Stück mit Plus und an die andere Seite mit Minus. So, und jetzt sehen wir da, haben wir 0,5 irgendwas Volt.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Normalerweise sollten wir etwas über 1 Volt haben, wenn ich auf die Spannungsreihe sehe. Aber ich habe Ihnen mal so diese Redox-Tabelle ausgedruckt mitgebracht. Und wenn Sie sich das ansehen, da kann man sehen, Sie müssen bei diesen verschiedenen Metallen die Differenz bilden. Die Differenz ist die Spannung. Die sollte hier bei etwa 1,1 Volt liegen, haben wir aber nicht. Aber merkwürdigerweise, ich wollte ja auch mein Geld hier nicht verschwenden, ich habe da was anderes gemacht. Und zwar habe ich einfach 1,5 Quadrat Kupferader genommen, irgendein Rest, der in der Ecke rumlag. Das nehmen wir als eine Elektrode. Und als andere Elektrode habe ich etwas gefunden. Ich muss nur mal gucken, wie heißt es. Asphalt-Spikers. So sieht es aus. Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal aus Holland mitgebracht. Das sind einfach Dachpappennägel, die so aussehen. Die stecke ich hier rein. Und so, und schließe jetzt wieder mein Voltmeter an, mein universalen Messgerät natürlich, so. Und was sehen wir da? 0,9 Volt. Ist echt Power dahinter. Obwohl diese Nägel eigentlich vom Material her gar nicht so eine hohe Spannungsdifferenz bringen sollte, denn die sind verzinkt und Zink ist in der Spannungsreihe also wesentlich kleinere Differenz zu Kupfer als dieses Aluminium. Was weiß ich, vielleicht ist das auch getürktes Aluminium. So, was mache ich denn jetzt damit? Na, noch erstmal nicht viel. So ein Spannungswandler auf USB kann ich einfach nicht anschließen, weil der braucht zu viel Strom. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich wirklich was damit anfangen will, als Experiment, dann kann ich doch Folgendes machen. Ich mache es wie bei Monozellen. Ich schalte einfach mehrere Zellen in Reihe und bekomme eine Batterie. Also noch ein Nägelchen von den Niederländern. Das ist sehr gut. Wir haben ja noch mehr gute Sachen. Nicht nur die Pommes, die man daraus machen kann. Nein, auch noch Dachnägel. So, und hier noch einen rein. Und jetzt müssen die natürlich noch verbunden werden. Und da kommen wir dann dazu, dass wir sagen, von dem Nagel, also vom Minuspol auf den Kupferdraht zu dem Pluspol und von dem, von der Kartoffel, von der Zelle, von dem Minuspol wieder auf die nächste, auf den Pluspol und dann messen wir mal und dann gucken wir nochmal auf das Messgerät, so jetzt angeschlossen. Was haben wir? 2,7 Volt. Also eine richtige Batterie, eine Kartoffelbatterie. Jetzt können wir natürlich noch was machen. Da musste ich allerdings ein bisschen suchen. Eine Leuchtdiode, die tatsächlich, da ist Plus, mit dieser geringen Leistung, die hier zu entnehmen ist, funktioniert. Das war gar nicht so einfach, denn die muss ja schon mit ungefähr 0,1 Milliampere anfangen zu leuchten. So, und wenn wir jetzt hier drauf gucken, ich dunkel es mal ein bisschen ab, da kann man sehen, sie leuchtet tatsächlich. Gut, nachts im Freien sieht man es natürlich noch besser. Ein Experiment, was man vielleicht im Sommer auch mal mit den Kleinen machen kann, um sie heranzuführen an das, was Elektronik ist. Vollkommen ungefährlich. Einzige, was man braucht, ist eine Leuchtdiode und ein paar Krokoklemmen und Nägel aus Holland oder irgendwas anderes. Und schon kommt vielleicht irgendwo die Wurzel, dass später die Jugendlichen tatsächlich mal sich an sowas interessieren und in diese Richtung gehen. Denn Elektronik, Elektrotechnik, das ist alles Zukunft. Alles wird elektrisch. So, Elektrik. Mal sehen, ob ich Ihnen ein Licht aufgehen lassen kann. So, dann schauen wir mal. Schön gemütlich. Ach, ist das eine schöne Lampe. Ach, die gefällt mir aber so. Naja, gut, ich will aufhören zu lästern. Diese Lampe, das ist natürlich eigentlich, um sie zu veralbern, wenn ich die einschalte, an meinem Schnurschalter, nach einem kurzen Moment hat sich das überlegt, schaltet sich auch wirklich selbst ein. Und jetzt kann ich eine abstarten,
hier auf meinem Telefon, die nennt sich iLight. Und da zeigt sie mir eine bunte. Und er meint, ich müsste sie nun verbinden, connecten oder wie auch immer das da heißt. So, und jetzt sucht er diese Connection. Jetzt habe ich etwas gehört und jetzt sind wir fertig. Jetzt kann ich also hier einfach die Lampe auch steuern auf Rot, auf Grün, auf Blau, auf Lila. Ich habe die Möglichkeit, da irgendeinen Regenbogen ablaufen zu lassen in der Lampe und was weiß ich nicht alles. Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, ich kann sie auch direkt umschalten. Ich kann sie auch wieder auf weiß schalten und kann sie heller und dunkler machen. Und vielleicht sagen sie jetzt, was soll der ganze Kram? Das ist doch kalter Kaffee. Ja, ist es. Aber jetzt kommt's. Ich drehe sie einfach mal raus. So sieht sie aus, wie eine ganz normale LED-Lampe. Jetzt nehme ich mal den Schirm ab, damit man das besser sehen kann. So, schraubt sie hier wieder rein. Jetzt dauert es einen kleinen Moment. Und jetzt müsste sie sich eigentlich wieder verbunden haben. Ja. Und jetzt kommt nämlich das, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte. Jetzt sagt sie gleich Bing, Bing, Bing. Aber wo kam denn das her, das Bing, Bing, Bing? Aus dem Telefon? Nein, kam es nicht. Ich habe nämlich die Möglichkeit, hier bei dieser App auf Mikrofon, auf Musik zu gehen. My Music und dann Local Music. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Irgendwelche... So, und das kommt nicht aus dem Telefon, das kommt aus der Lampe. Denn in dieser Lampe ist ja auch noch, ich kann sie auch zeigen, wir können es hier anhalten, was anderes auswählen. Oder, na komm, was auch immer ich will. So, und kann natürlich auch die Lautstärke verändern. Und kann es natürlich auch wieder anhalten. Was ich auch kann, ich kann auch hier wieder zurückgehen und kann hier unten sagen, ich gehe mal auf die Color Lamp und kann jetzt eine Lichtorgel quasi einschalten. Jetzt macht die mir ihre Farben und Helligkeit im Rhythmus der Musik. So, und das ist eigentlich das Irre, was ich finde. Man hat irgendwo eine LED-Leuchtelampe in der Ecke hängen. Das habe ich mir ausgemacht. Und hat dann die Möglichkeit, einfach die Musik, Sprachen, Ansagen in einem Geschäft zum Beispiel, Werbeansagen oder sonst was, über diese Lampe wiederzugeben. Preis etwa 20 Euro. Es gibt auch welche, die sind deutlich preiswerter. Hör auf zu flackern. Aber die hat dann auch noch nur so einen runden Kreis mit Leuchtdioden und nicht mehr. Wenn Sie an sowas Interesse haben, also ich fand es zumindest als Gag sehr gut. Ich habe irgendwas aufs Telefon gesprochen und dann kam jemand zu Besuch und plötzlich hat ihn die Lampe begrüßt. War schon ein bisschen irre. So, ein bisschen irre geht's auch weiter. So, dieses Thema, mein kleiner Frosch, dieses Teil hier, der hat doch sehr viele Leute begeistert und aufgeregt. Ich bekomme heute noch Nachfragen, weil ich den mal vorgestellt hatte in einer Sendung, vor Jahren, wo man den kaufen kann. Man kann ihn nicht mehr kaufen. Es gibt die Firma nicht mehr, es gibt ihn nicht mehr. Was ist das eigentlich? Für die, die es nicht wissen. Das ist ein kleiner Empfänger, der wird irgendwo neben ein Mobiltelefon gelegt und wenn ein Anruf kommt, dann signalisiert er das optisch mit Blinken und mit einem Vibrationsmotor. Und dadurch, dass er da hinten so einen kleinen Clips hat, rappelt er dann auf den Tisch. Wenn ich also jetzt mit meinem Telefon einen Anruf tätige, Achtung.
So, der Ruf müsste rausgehen. Da fängt er jetzt an und zeigt mir das. So, und den benutze ich immer, um zu gucken, ob irgendetwas passiert. Ob mein Telefon also irgendwelche Aktivitäten hat. Und laufend macht irgendetwas in meinem Telefon etwas im Netz, in der Regel im Internet. Selbst jetzt hüpft er hier noch rum, weil immer noch irgendwelche Verhandlungen oder sowas sind oder weil irgendeine Applikation irgendwelche Daten holt. Aber wie gesagt, den gibt es nicht mehr. Den kann auch keiner haben von mir. Ich habe aber etwas gefunden, und zwar dieser hier. Das ist so ein Ghost-RF-Detektor oder wie auch immer. Unterschiedliche Namen gibt es dafür. Und der hat auch ein kleines Antennchen. So, der ist nicht laufend aktiv, wie mein Frosch, sondern der ist eher dafür gedacht, dass man da spontan irgendwo etwas sucht. Ich habe ihn auseinandergeschraubt, habe gesehen, hier sind zwei wirklich schöne Mikrotaster drin, die man mit einem kleinen Schalter auch überbrücken kann, sodass man den auch auf dauerhaft einschalten kann. Und es ist eine 6-Volt-Batterie drin, so wie man die von Funkfernbedienungen für Autos und ähnlichen Kram kennt. Und das heißt, der hält also auch ein paar Tage. Wenn ich jetzt diese A-Taste drücke, das ist die für hohe Empfindlichkeit, und ich gehe jetzt nochmal hier auf meinen letzten Anruf. Da hören Sie, und man kann es auch an der Leuchtdiode, na, ist schwer zu sehen, erkennen. Jetzt hat das Telefon Aktivitäten, fertig. Der ist nicht ganz so empfindlich wie mein Frosch, aber es reicht aus. Vor allen Dingen, was man hiermit machen kann, er hat auch noch eine B-Taste. Da kann man den Empfänger mit weniger Empfindlichkeit aktivieren. Und da kann man dann sogar suchen, wo eine Störquelle ist. Der arbeitet im Bereich von 100 kHz bis 2600 kHz, also 2,6 GHz, über den WLAN-Bereich hinaus. Kameras, WLAN Kameras oder ähnliches oder die ganz normalen Überwachungskameras, die kann man damit natürlich orten. Und manch einer wird sicherlich in einem Hotelzimmer irgendwelche Überraschungen erleben, wenn er mit diesem Teil reingeht, hat erstmal jede Menge Störungen und kann dann mit der B-Taste dann gucken, wo sind die Störungen, näher ran, weiter weg, und hört dann die Aktivitäten davon. Also es ist ein Teil, da sollte man sich überlegen, ob man sich da nicht 1, 2, 3 hinlegt, weil, naja, es kostet 3,53 € inklusive Porto und Verpackung aus China. Suchen Sie nach Ghost RF Detektor und dann finden Sie überall die Angebote. Nehmen Sie nicht das Angebot, was ich auch gefunden habe, für 23,95 €. Das ist einfach nur Sauerei. 3,53 €. Das ist der Preis, für den ich ihn gekauft habe, mit Porto und Verpackung. Es ist ein nützliches Teil, man sollte es dabei haben, wenn man unterwegs ist. Man kann etwas sicherer sein, dass man nicht abgehört, abgesehen, abgespäht wird. So, das. Übrigens, diese Decktelefone hier, die kann man damit natürlich genauso erkennen und detektieren. Bevor wir dann zu der anderen Geschichte kommen, was ich Ihnen noch zeigen möchte, hier steht mein HP 100. Und die alteingefleischten HPer wissen, was das ist. Das ist wirklich ein Mini-Computer, DOS-kompatibel, seit vielen Jahren nicht mehr gebaut, aber immer noch treue Dienste leistend. Ich schalte ihn ein und starte ein Programm. So, und dieses Programm ist einfach nur blödsinnig. Es klingelt, Telefon. Und zwar hat irgendjemand herausgefunden, dass die serielle Schnittstelle hier drin, die Anschlussleitungen davon, als Antenne für GSM wirken. Und auch UMTS strahlt hier hinein. Wenn also jetzt, mein Telefon macht wieder irgendwas, ich sehe es auch blinken da oben, hat sich im Netz wieder angemeldet. Wenn also jetzt diese Strahlung aufgenommen wird,
erkennt das Programm eine Aktivität auf einer Leitung der seriellen Schnittstelle und man kann es auf Klingeln schalten oder auf irgendeine Geschichte. Der Spaßmacher, der es programmiert hat, schreibt dann ins Display, Anruf erkannt, wird aufgezeichnet oder so ähnlich. Aber er kennt es zuverlässig. Pass auf, ich wähle nochmal die Rufnummer und da geht's schon los. Es ist irre, was? Gar nichts dafür gedacht, gar nichts dafür gebaut, gar keine zusätzliche Hardware, nur Gedankenschmalz. Danke, du bist immer noch mein Bester. So, beenden wir das. Kommen wir nochmal zu diesem Gerät hier. Das ist ein Gerät, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Das ist noch eine Ecke besser als das. Man kann es dauerhaft einschalten. Man kann es auf Lautsprecher schalten. Das ist so empfindlich, dass wir hier im Studio, die Störstrahlung ist so stark, dass er gar nicht mehr die Klappe hält, gar nicht mehr in der Lage ist, zu sagen, es ist nichts unterwegs. Man müsste also hier künstlich die Empfindlichkeit runtersetzen, aber das ist ja auch gar nicht notwendig. Wenn ich jetzt nochmal anrufe, da sehen Sie, also die Aktivität ist ganz klar erkennbar mit eingeschobener Antenne. Und der geht im Bereich von 10 MHz bis 6,5 GHz. Das ist das, was er empfängt. Und zusätzlich kann der noch etwas, und das will ich Ihnen nur ganz kurz zeigen. Ich schalte mal auf Rappelmodus. Der kann erkennen, wenn eine Kamera, die eine vergütete Linse hat, eine vergütete IR-Linse, ich versuche das mal hier davor zu bringen, so dass man es vielleicht ersehen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Da sehen Sie, dieser Punkt, das ist die Reflexion der Linse der Kamera. Gehe ich jetzt weg, sehen Sie das nicht mehr auf der Kamera. So, das ist hier eingebaut und das Ding kostet das Billigste, was ich gesehen habe, inklusive Porto und Verpackung und Versand und so weiter, 6,07 € oder sowas. Also, auch da merken Sie sich die Bezeichnung CC308+. Wenn Sie zu viel Geld verdienen, können Sie dafür auch 80 € ausgeben. Aber muss nicht wirklich sein. So, wieder verquatscht, wieder zu lang geworden. Ich wollte Ihnen den Connect Coin eigentlich noch vorstellen, aber dieser kommt eben das nächste Mal dran. Das ist ja nur keine verlorene Geschichte. Und dafür haben wir aber die Spender. Und bei denen bedanke ich mich ganz herzlich für ihre Spenden. Und auch bei denen, die nicht genannt werden wollen, die heimlich im Hintergrund immer mal wieder helfen, dass diese Sendung weiter bestehen kann, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das war's für heute. Bitti, komm her. Und ich, den gibt's natürlich im Shop. Und viele, viele andere Sachen auch. Bedanken sich. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.